Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 15 im Karrieremodus. So, wir haben zwei Nachrichten in der Presse, in meinem Büro. Eine Pressekonferenz haben wir. Wir motivieren unsere Leute mal wieder. Ist vielleicht nicht schlecht. Ich weiß zwar, dass wir heute keinen Sieg einfahren konnten, aber ich wollte Ihnen trotzdem danken, dass Sie mich eingesetzt haben. Bitte, Avevor, du warst auch mal wieder dran, dass du eingesetzt wirst. Muss ja einfach auch mal sein. So, ich simuliere mal. Zum DFB-Pokal hin. Wir wollen hier... Danke, Chef. Wieso danke, Chef? Danke, Chef? Seidel. Trainer, danke fürs Zuhören und für die Spielzeit. Ich bin jetzt viel glücklicher. Bitte, bitte, bitte. Mache ich auch gerne. So. Seidel bleibt drin. Schulz hat eine Abwärtstendenz. Gefällt mir jetzt gar nicht. Ach komm, scheiß drauf. Ich brauche Schulz. Avevor ist fertig mit der Welt. Brauche ich... Ich brauche Aduma. Aduma bringe ich um Bombhäuser. Scheiß drauf, wenn Ding nicht so gut drauf ist. Schauerte bringe ich. Für Schmitz muss ich auch einen Ersatz haben. Weber bringe ich mal. Nee, Ramirez bringe ich. Das wird... So umgesetzt. Bowley kommt raus. Halloran kommt rein. Hoffa ist wieder fit. Poyampalo lasse ich mal drinnen. Und ich will Benchop noch bringen. Oder? Eine 68. Naja, aber Poyampalo ist ein bisschen fertiger. So, er hat eine Abwärtstendenz. Das gefällt mir auch nicht. So, ich bringe als Ersatz hier noch Lamberts. Fürs rechte Mittelfeld bringe ich als Ersatz noch Erath. Hier in den Kader rein. Okay. Seidel ist fertig, Lindl ist fertig. Dann wäre es fast schlauer, wenn ich Lamberts... Nee. Für Lindl Lamberts spielen lasse und Seidel kann ich ja spielen lassen. Den muss ich halt dann ersetzen. Fuck, mit einem ZM. Mach ich mal so lieber. Mach ich mal so lieber, auch wenn ich gern Ding gehabt hätte. Aber so müsste es klappen, dass ich hier den DFB-Pokal weiterkomme. Gegen Freiburg, wir sind mal zu Gast bei Freiburg. Es wäre schön, wenn wir das gewinnen könnten. Ist zwar eine englische Woche, aber in Gottes Namen, da müssen wir durch. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Und das ist das... Oh, nee. Oh, nee. So geht's natürlich nicht. Huch. No. Lauf hoch, Hoffa. So. Oh. Nee. Das ist keine Übung für mich. Das muss ich nochmal üben. So, DFB-Pokal. Zweite Runde. Und wir greifen nach den Sternen. Nicht wirklich, aber ich will hier Gas geben ohne Ende. Die Freiburger natürlich auch. Das ist ein anderer Wettbewerb, da können wir anders Gas geben. Oh, Hoffa läuft hier vorbei am Ball. Schade. Ja, geht um viel Geld. Einnahmetechnisch und so auch noch ein bisschen. Also um Prestige. Wir wollen Prestige, wir wollen das Double holen diese Saison. Es wird schon schwierig. Aber alle noch machbar. Auch wenn es in der Liga momentan nicht so läuft. Können wir ja in die Hände spucken und hier was Anständiges auf dem Rasen zaubern heute im DFB-Pokal. Man muss ja auch zugeben, ich habe ja in der letzten Partie gegen Leverkusen jetzt nicht unbedingt die beste Mannschaft aufgefahren. Alter! Aber sowas sollte auch nicht passieren. Das finde ich krass. Alter. Kriege ich hier so ein Tor rein? Naja,
in den ersten 8 Minuten. Wir lassen uns aber nicht entmutigen von der ganzen Sache. Schulz. Na, no. Wenn ich dann solche Pässe daneben spiele. Wartet mal, ich habe was im Auge. So kann ich natürlich nicht spielen. Au. Er tut weh. Das ist schlimm. So. Die Nase auch gleich noch gekratzt, weil wir schon mal dabei sind. So, komm schon. Sauber abgewehrt. So, jetzt hoffe ich, dass die Verteidigung ein bisschen wachgerüttelt ist. Mann, der sollte doch nicht zu Benchop. Auch wenn er geil ist zu Benchop. Was? Der Schiri verarscht mich. Fängt ja schon wieder gut an. Wenn mich der Schiri schon wieder verarscht und ich ein Gegentor schon kassiert habe, dann läuft's. So, die spielen sich hier durch. Wollen sie zumindest. Jetzt können wir irgendwie hoffentlich mal bald beenden. Hallo? Danke. Und jetzt Vollgas bitte. Oh, schön rüber. Schulz, geht mit. Aber Benchop ist stehen geblieben. Wieso auch immer. Wow, schöner Hackentrick. Benchop. Steht hier ein bisschen blöd. Muss ein bisschen reingehen. Ah, oh, zieht ab. Aber leider nix. Aber leider nix. Das wird ein Einwurf für uns. So, nimm den Ball in die Hand. So, ich gebe zu Schulz. Ramirez. Nicht zu Schulz. Oh, Benchop kommt da ran. Sauber! Schöner Pass, aber nein! Oh. Halora, nicht ärgern. Alter. So knapp vorbei. Immer noch besser als Aluminium. Es wird natürlich auch wieder so einen Push in die Liga mitgeben, wenn wir hier gewinnen würden. Das würde die Leute wieder mehr motivieren. Gut, bald ist auch Winterpause. Das ist natürlich auch so eine Sache. Die Kräfte schwinden ja auch irgendwann mal. Und dann ist so ein bisschen Pause auch mal nicht schlecht. Und dann ist man halt mit freiem Kopf wieder da. Oh. So, no. Was war denn das hier für eine Gurke, bitte? So. Weg damit. Weg damit. Danke. So, Benchop, Gegenmaßnahmen. So, rüber aus dem Flügel. Hallo ran. Mit einbeziehen. Schöner Lupfer zu Benchop. Benchop geht hier rein. Zieht ab. Zieht am Tor vorbei. Ha, schade. Abstoß heißt es. Wird das ein Weitervertreter? Ja, der wird weit. Kopfball. Schön. Oh, aber leider, da stand noch einer von den Gegnern, von den Freiburgern. Boah, Schulz, was machst du denn? Mach was Anständiges draus. Oh, nö. Sauber. Oh, Verlauf. Nee, da kommen wir nicht hin. Aber da hätten wir es versuchen können, noch den Ball zu kriegen. Und den haben wir auch mehr oder weniger bekommen durch den Einwurf hier. So, schön in die Mitte rein. Ah, ich wollte mich hier jetzt ein bisschen durchkombinieren. Muss ich ja ein bisschen zugeben. Aber kombinationstechnisch nicht so gut gelaufen, Benchop. Einwurf, der nächste. So, bietet euch an. So, Ramirez macht es. Übernimmt es einfach mal. Hoffa, probiert es direkt mit dem Kopf. Aber, nee, das wird nichts. Mir fehlt schon wieder die Anzeige links unten und links rechts. Links und rechts unten. Die ich doch mal gebraucht hätte. Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Von Freiburg. Sehen Sie sowas als klären. So, bring den Ball hier rein. Weiterköpfen. Oh, schade. Wir zecken uns jetzt ein bisschen vor dem Tor der Freiburger fest. Das finde ich super. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Kein Abseits, auch wenn hier die Freiburger reklamieren. Und die Freiburger wollen jetzt mal auf Konter spielen. Das können wir doch irgendwie einbremsen. Danke. Was? Foulspiel? Der Schiri verarscht mich doch.
Der Schiri verarscht mich doch heute, oder? 38 Minuten, immer noch 1-0 hinten. Durch ein extrem kurioses Tor. Schön abgenommen, Hoffa, komm, lauf. Ah, der Pfosten! Nicht wirklich. Das kann es nicht geben. So, kommt mit. So, die gehen hier raus auf den Flügel. Der ist aber zu weit. Da brauche ich nicht mehr laufen. So, komm schon. Hol dir den Ball. So, schöner Einwurf. Schöner Pass. Naja, nicht wirklich. Oh, oh, oh. Ohne Stahl hält den. Ein paar Minütchen noch in der ersten Halbzeit zu spielen. So. Was machen wir? Lamberts. Lamberts geht hier schön. Ah, schade. Er kriegt den Ball hier nicht mehr rein. Alter, 80% der Pässe bringen wir durch. Das ist eine geniale Statistik für uns. So, Hoffa. Ah, Benchop. Es geht doch so nicht. Sauber. Hier nochmal zurückgeben. Oh, und dann so ein Fehlpass. Der tut weh. Im Spielaufbau natürlich. Wie hätte es denn anders sein sollen? So, hier schon mal ein bisschen stören. Da kommt mal ein bisschen aufrücken. Den Verteidigern mal ein bisschen Zeit geben, sich da richtig zu postieren. So, den Ball haben wir abgenommen. Halbzeit, wir sind hinten. Das gefällt mir mal gar nicht. Ich sag mal fortsetzen. Und los geht's, die zweite Halbzeit. Freiburg eröffnet sie. Mit einem Anstoß. Das wird hoffentlich nicht der einzige bleiben in dieser Halbzeit für Freiburg. Aber... na, ich grätsch hier vorbei. Na, komm. Oh, ich will doch nur ran an den Gegner. Na, oh, der ist vorbei. Unterstahl darf einen Abstoß machen. Okay. So, schön nach vorn gebolzt. Hat mir aber nichts gebracht. Rein gar nichts. Sauber. Schöne Grätsche. Die Freiburger schon mal ein bisschen ja, aufgehalten. Oh, nicht hier die Lücke zeigen. Sauber. Unterstahl holt sich den. So, und ich baue mich hier auf. Ganz gemütlich. So, Schauerte. Sauber. Was? Werde ich so weggedrängelt? Das ist schon ein bisschen fies. So ein bisschen. Müssen wir mal einbremsen mit Lamberts. Gutes Spiel von ihm. Aber hey. Ein Mann macht's auch nicht allein. Ah. Oh, dann machen sie den Weg hier zu. Sauber. Schön gegrätscht. Oh, schön gemacht. So, nochmal kurz innehalten, wenn wir hier nicht durchkommen. Ah, abseits. Ja, ich dachte es mir schon fast. Wir haben doch die Möglichkeiten. So, jetzt will ich aber sehr offensiv sehen. Den Freiburgern einfach keine Möglichkeiten geben, hier was zu bewerkstelligen. Das wäre schön. Sauber. Ramirez, gut gekämpft. Hoffa schon wieder im Abseits, oder? Nee, war er nicht mal. Ist noch rechtzeitig zurückgelaufen. Ich will hier nicht schon wieder aus dem DFB-Pokal ausscheiden. Das wäre so bitter. Deswegen müssen wir kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und vielleicht bald mal die Einwechslung machen. So, durch die Mitte. Ah, schon wieder im Abseits. Mensch.
Mensch, Mensch, Mensch. So, komm schon. Mach den Ball, damit ich hier angreifen kann. Freiburg natürlich auch extrem stark heute. Oh, schöner Ball. Hoffer nimmt ihn mit. Schuss und drin ist er, die Erlösung. Das 1 zu 1, das ist halt die Stärke von Hoffer. Der nimmt den halt mit der Brust an und kann da wunderschön weiter. Das ist seine Stärke. Und das müssen wir hier noch weiter durchziehen, so. Wunderbar, die Fans freuen sich. Wunderschöner Ball, schön weit. Nimmt den schön mit. Und drin ist er. So, ich warte noch ein bisschen mit den Einwechslungen. Man weiß ja nicht, vielleicht muss man ja auch in die Verlängerung gehen. Seidel holt sich den Ball recht schön hier. Hoffer läuft hier schon wieder. Der will hier heute, der will weiterkommen. Das gefällt mir im DFB-Pokal. Das ist natürlich schon wer so ein Prestige-Ding. Das will man hier heute schon mal machen. Oh, da ist Hoffer durch. Da ist Hoffer durch. Und er zieht ab. Nein, der Keeper hält den. Das ist natürlich schon schade. Ja, mit der sehr offensiven Taktik ist natürlich schon viel geritzt hier. Schön. Seidel. Oh, schön auskombiniert. Benchop. Benchop will auch treffen. Zieht hier ab. Aber nix da. So, ich mache mal ein paar Einwechslungen. Seidel ist fertig. Der muss raus. Aschandi muss ich bringen. Hilft nicht. Bellinghausen darf mitspielen hier. Und Boncheck bringe ich noch in der Innenverteidigung. Also ich habe so ziemlich in jeder Position ein bisschen aufgestockt, ein bisschen verbessert, damit es auch funktionieren kann. Freiburg hat ja auch gewechselt. So, weiter Ball. Kopfballduell gewonnen. Alter. Benchop unter Bedrängnis. Gut, im Sturm habe ich nicht hier aufgebohrt. Muss ich ja irgendwo sagen. Scheiße. Er war blöd. Oh, nee. Oh, zum Glück geht der drüber. Ich bin irgendwie angespannt gerade. Man sehe es mir nach. Ich will im DFB-Pokal einfach mal wieder weiterkommen. Weil im letzten FIFA, um ehrlich zu sein, bin ich auch nicht weit gekommen. Oder nie weit gekommen. Deswegen wäre das mal wieder wichtig für mich. Persönlich. Hoffa! Starke. Stark! Stark! In der 81. Minute. Hau da hier das Doppelpack. Oder, ja, hau da den Doppelpack rein. Ah! 2 zu 1. So schnell kann es gehen. So was motiviert die Leute natürlich. Ja, da freut er sich zu Recht, dass er im Prinzip die Mannschaft im DFB-Pokal hält. Vielleicht platzt bei ihm auch wieder der Knoten, dass er wieder ein bisschen besser trifft in der Bundesliga. Das wäre schön. So, natürlich nicht nachsichtig werden. Die Freiburger stehen hier nicht ohne Grund in diesem, ja, Teil des Wettbewerbs. Sauber. Hoffa, schon wieder. Hoffa hat hier jetzt Raum. Und vielleicht auch noch die Zeit. Oh nee, die Zeit leider nicht. Wollte ihn noch versuchen, den Verteidiger ein bisschen auszutricksen, damit Hoffa mehr Platz hat. Oh, Alter! Wer war? Lamberts? Was war denn das jetzt für eine Aktion, bitte? Klaut Benchop hier den Ball? Das geht ja mal voll nicht. So, und wir lassen den Druck nicht schwinden auf den Gegner. Sauber, Ramirez. Gut gemacht, schön zu Hoffa. Benchop, Haloran ist auch noch dabei. Oh, nee. Den wollte ich einfach nochmal rüberschnibbeln zu Hoffa. Aber dem
Das funktioniert nicht ganz. Der Torwart war auf dem Posten. So, wer läuft da? Er war ein bisschen gewagt für Lamberts. So, 4 Minuten Nachspielzeit. Dann ist der Käse, der Drops gelutscht. So, komm schon. Kopfballduell, sauber. Benchop. Und wir sind weiter im DFB-Pokal. Das tut gut, das ist super. Das sollte natürlich auch wieder Schwung für die Liga geben. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid übermorgen auch wieder dabei. Und bis dahin, ciao.